picken ihn. Yay! Und wieder Sona. Er heißt halt Sona Day oder was? Oder Twitch. Durch Sona ist auch eine relativ freudige Combo, aber auf jeden Fall auch handelbar. Hauptsache ich kriege jetzt einen stabilen AD. Ja, ich muss zugeben, dass ich kein Fan von Nasus Top bin. War das nicht auch mit dir gestern, wo die Nasus Juggle gehabt haben und der nie gegankt hat? Aber einfach mal so tödlich war im Late Game. Ja, weil er die ganzen Big Dinger, keine Ahnung wie viel. Ich glaube, man schafft so 20, 30, 40 Camps. Mhm. Auch vor allem, wenn man dauerhaft jungelt. Und dann geht's folgendermaßen, dass der, keine Ahnung, also 6 mal, sagen wir, nehmen wir mal 30. 6 mal 30 sind 180. So, und dann hat er noch zwischendurch irgendwelches Dreier-Gedöns, was er ja noch wegcute. Also da kann er schon echt auf den fiesen Betrag kommen. Und er kommt dann halt einfach so aus dem Jungle raus, mit einem relativ hohen Level. Also Nasus ist ja auch, finde ich, ziemlich schnell mit dem Spirit Fire im Jungle. Ja, das stimmt. Ja, vor allem, ich finde, auf der Top-Lane hast du das Problem genauso wie jetzt wieder. Es ist ein Ken und den würde ich einfach so schön aus der Lane bullyen, normalerweise. Ich drücke dir schön Auto-Hits, Qs, Ws und er kann halt nicht gescheit farmen da oben jetzt. Aber bist du im Jungle mit Nasus, hast du alle Möglichkeiten und du kriegst ja auch, glaube ich, mehr Stacks sogar, wenn du die dicken Last hättest. Mhm. Die kommen ja nur Minions bringen plus 6. Mhm. Ja. Und da gucken wir mal. Ja. Ich bin auch, also wie gesagt, ja, Toplane kann halt ein bisschen Probleme. Ich glaube, deswegen gibt es ja auch Teleport, dass er da auch ein bisschen immer wieder zurück kann. Aber Kennen, es gibt wenig, die gegen Kennen irgendwie krass am Anfang mithalten können. Und wenn man sich später halbwegs mit Magieresistenz ausstattet, dann ist das, denke ich, auch okay. Also ein Übel, also den Team ist sowieso gerade extrem AP-lastig, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Sinn wird wahrscheinlich eh Tanky bauen, weil sie sonst keine wirkliche Frontline haben. Ich finde das Problem an Lee Sin ist, er ist ein geiler Champion an sich, aber du musst im Vergleich zu anderen Champions wirklich gute Plays landen sozusagen. Also schön War Jump Kick nach hinten oder was Gott was und sowas. Während du hingegen mit anderen Junglern wie Zac oder Malphite oder was Gott was einfach nur eine gescheite Ulti setzen musst. Genau. Und easy. Du musst einfach nur volle Wucht reinbratzen, das ja, ist eben. Auch immer so. Und das finde ich auch dann das Schwierige an Lee Sin. Ich finde auch seinen Namen ziemlich schwierig in dem Moment zu lesen. Oh, das ist ein Koreaner. Ich hoffe, dass er übelste Lags hat. Ja, cool. Den kenne ich, diesen Cola-Typen. Cola-Typen? Ich habe mit seinem Smurf letztens geduo-cued. Ich kenne, das ist ein Deutscher. Der ist okay. 22, glaube ich. Also. Ich finde Cola uns Fanta, also stimmt sogar einfach. Und ich glaube, sein Smurf heißt Cola uns Pepsi. Okay. Der ist aber nur, glaube ich, Gold oder so, nicht hoch. Naja, und das spielt nur Ken. Das hat sehr wenig Aussagekraft, aber ich hoffe nur, dass das hier eine gute Geschichte wird. Wie fühlst du dich an sich gegen Lux? Oh, es kommt darauf an, wie gut Lux ist. Denke mal darauf. Und ab Level 6 müsste ich gute Karten haben, wenn ich nicht vorher sterbe oder so. Es kommt halt darauf an, wie gut der Lee Sin ist, ob der jetzt Mitte direkt campt oder was Gott was. Wir gucken mal. Also es ist immer situationsbedingt. Also vom Gefühl habe ich eigentlich ein gutes Gefühl. Okay. Allgemein mit Zed, aber hoffen wir mal das Beste. Packst du bei ihr diese übelst gestörten LeBlanc-Runen aus? Nee. Schön wär's. Na, du hast ja auch viel magisch. Lohnt sich dann ja auch gegen Kennen. Twitch! Chosen of the Sun. Ja, okay, bei den Jabs selber, bei den Koreanern nur 3. Ich find's. Ja, stimmt. Crazy. Ja, ich bin mal gespannt, mal gucken. Oh, da ist die Ader. They will be sundered. Krass, dass der ausgegangen ist. Oh, den Invade. Aber die waren ziemlich unkoordiniert. Ja, das, weil die haben, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass sie von der Seite reinbratzen. Der Ken ist aber. Ja, der kriegt ja auch nicht ins Gesicht. Bereitet sich ja auch. Das war sehr schön. Unklug vor. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel Rüstung er hatte, aber. Den Invade haben wir den jetzt auf jeden Fall dick versüßt, versauert. Umso besser.
Ui. Ever vigilant. Das ist die Frage, ob die Ratte irgendwie jetzt reingeht. Kannst du die Ratte hören, wenn du die triffst, wenn die unsichtbar ist? Weißt du das? Geht das? Ja, höre ich. Okay. Das macht so ein komisches... So ein... Weiß gar nicht. Nee, das ist die Ultimate. Die ist eh... Ja, die Ultimate macht ja richtig... Das ist einfach der Titel, aber ich glaube, das ist auch so ein... Der Q, der kratzt so komisch so. Genau, kratzen, das wollte ich sagen. Genau. So, Zack. Das reicht. Ever vigilant. Lee Sin. Mal gucken, wird auf jeden Fall die Top-Lane ganken. Das Nasus ist ausgestattet. Nee, na, das geht hier auf Full Death. Kann ich verstehen. Gegen Ken ist es schrecklich nervig. Ich meine, du spielst ja auch gegen Zinch, denke ich mal, und dann wirst du ja wahrscheinlich Zinch auch das. Du verlierst aber gegen alles darum. Eben. Boah, Horror. Hotlane pusht. Eigentlich ganz nice. Twilight Phase. Immer so ärgerlich, dass Botlane da wirklich so einen krassen Vorteil hat. Die Lane ist so lang. Und man kann wirklich ohne Probleme Level 2 machen und dann aggressiv sein. Sieht jetzt schon. Oh! Ezreal die Hälfte der HP verloren. Ganz entspannt. Hat er noch seine Passive, das ist nicht gerade clever, was er macht. Wenn du den jetzt fertig machst, wäre super. Aber Lux kommt. Ja, kriegen wir nicht. Ich sterbe. Oh, der Ken! Ja, Ken war da auch unterwegs. Das war. Scheiße. Scheiße. Und jetzt haben sie noch den Red. Der Nasus move nicht. Ja, der hat kurz gepingt, aber er kann keinen Bock, weil er gesehen hat, dass du gestorben bist. Wahrscheinlich. Ja, jetzt steht der Zack auch noch. Der Nasus move immer. Jetzt move er. Nachdem er tot ist. Also ich. Also, why? Wir waren. Okay, überlegen ist übertrieben, aber zumindest. Twitch hat echt eine krasse Lane-Präsenz zu gehen. I must not fall. Oh shit. First light approaches. Ich dachte so, ich hab's ja. So witzig, wie der Tower echt keine. Also, dass die Aggro-Übertragung bei dem Tower so lang dauert, wenn den Champion angreift, das ist furchtbar. Was ist der Lee Sin? Boah, Lee Sin steht schon 2-0, das könnte. Keine Spitze. Oh, die haben Schiss. Vor irgendwas. Rally to me.
ever vigilant. Ist ein bisschen irritierend, dass sie so früh gehen und so panisch vor allen Dingen. Oder die sind schon wieder um. Ja, diesmal ist Nasus da. Gott sei Dank. Oh, kriegt er sogar alleine. Didi. No. Kennen, ey, der folgt immer. Ja, ist ja auch Premake, glaube ich, mit dem Dings. Mit dem Inga. Aha. Werden die sich wahrscheinlich im TS-Verse auch absprechen. Da kann was. Wow. Was geht der Ezreal? Bitte Miss. Geht shoppen. Oh, der ist in Double Dorans. Ist das für sinnvoll im Jungle? Ja, es ist halt ziemlich stark im Early Game vom Damage her. Weil normalerweise fällt die Sinn ja ziemlich krass ab. Und, naja. Also, ich halte es für stark, wenn er jetzt was rausholt daraus. Also, wenn er jetzt ein, zwei Kills rausholt, ist es bestimmt worth. Sona kriegt auch nicht, die Sona kriegt auch nicht die Hochgefahr, muss ich sagen, vom Damage her. Schönes Ding, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Ich hasse X-Punch. Kacke. Meine Ulti versemmelt am Anfang. X-Punch macht so viel Schaden, ey. Du platzt sofort. Okay. Oh, der ist so. Kann ich nicht mehr sehen. Aber Barrier und Flash, alles draußen. Also Twitch ist auf jeden Fall ein fieses Opfer auf der Botlane. Boah, alter Top. Laser. Wow, da kommt gerade ein Laser hergeschossen. Zu unserem Blue Buff. Okay. Okay. Oh, Top Lane. Das sah gerade nicht gut aus, was gerade Top passiert ist. Ich hab's nicht gesehen, aber. Nasus keine AP, Cannon keine AP, Nasus geht auf Cannon zu, Q-Tot. Achso. Aus 100 Kilometern Q-Tot, ey. Oder ne, Auto-Attack, den er den markiert mit diesem Donner-Scheiß. Achso, okay. I must not fall. Oh ja, Mann, ich töte euch alle. Good job, good job, good job, good job. Aber ich habe den Kill irgendwie. Ich habe den nicht auto-attacked. So wirklich nur ein Zipfel hat er noch gehabt. Passt mal bitte auf, Lux. Es ist. Okay, ist wieder da. Okay. Ach, die hat sich nur den Blue gegönnt. Ein Blue muss sein. Jo.
Das war jetzt wichtig. Ezreal farmt nicht so krass mit seiner Ulti. Ich konnte meine nachsetzen, nachdem die uns wegengaged haben. Und dann rumst es übelst laut. Hat die Ulti einfach so viel Damage macht. Und das hat der vorher nicht gemacht. Der hat immer nur gefarmt, wenn überhaupt. Und dann verkackt man. Rally to me. Die Sinn ist ja immer noch mit da. Okay. Ja, der ist hier. Der fühlt sich hier wohl anscheinend. Nein, komm schon, Zack, mein Gott. Boah, er ging aber. Der, die Sinn ist richtig gut. Bums. Animations. Oh, er scheint der Botlane aber gut aufzuräumen. Ja. Soll ich lassen, der, die Sinn ist mit dir, soll ich keine Befürchtung haben, dass irgendwas kommt. Ich glaube, jetzt kommt der Q. Oh, Q ist verdammt. Oh, der Q. Schade. Barrier zum zweiten Mal den ins Leben gerettet, aber derbe. Dort ist ein Ward? Ja, den schaffe ich nicht. Das ist schon, du bist der Pink vor zu müde. Hier hat sich auch das Fokussen des Supporters gelohnt, weil sie sofort platzt. Also er hat Ult, ich habe Ulti gemacht und er hat gleich seine nachgeballert. Das ist genau richtig. Knall Ulti nach und ich kann stunnen. Bup, 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 bup. Dann ist sie sofort tot. Das erste Ziel kriegt 400 plus irgendwas Schaden. Das ist doch behämmert, wenn man das nicht ausnutzt im Fight. Die den Drake. Ja. Ist noch ein Weg. Nur du musst. Ja, genau. Boah. Das war gerade wirklich mit Rollig. Keine Ulti, das ist das Problem. Aber die ziehen sich auch zurück. Cool, cool, cool. Machen sie echt? Ne, die machen jetzt zu Ende. Oh, bitte! Engage! Wie schön! Wie ver... Wie schön. Na, der Lee Sin wird uns wahrscheinlich juken. Boom! Er wird gestunt, Mann! Hier, du bist mein erstes Opfer. Oh, das ist eine Ratte. Ich hasse Lux. Boah, der X-Punch! Oh, das Gift! Das Gift tötet mich. Oh nein, das Gift. Ach nein, sag nicht, das stimmt's auch noch. Der ist tot! Kaboom! Platsch! Töte! 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 Ich versuche es, bitte schnell! No! Und jetzt execute. Ah gut, execute. Nee, ich krieg den. Ja, Gott sei Dank. Deswegen macht's es. Oh, geht mir auch die Pumpe. Ja, wieso flamet der? Wir haben nee, den der hat recht, er wurde allein gelassen gegen die, aber eigentlich haben wir einen übelsten Vorteil. Ich weiß nicht, wie er dorthin kam, weiß ich nicht. Wir waren doch alle gegroupt und sind dann auf Lux und ja. Dings gegangen. Oder er hat uns die ganze Zeit die Sin weggehalten. Also ich muss zugeben, ich war gesplittet, ich kam von da darüber und habe hier auf die Ratte getroffen, die mich fast getötet hat. Ja, und ich habe von da nach da die Ulti für Lux und Sona gemacht. Und er ist irgendwie hier gestorben. Boah. Und ich weiß nicht wie. Aber schön gesaved, ey. Und ich mein... Huiui, also... Trotzdem... Bisschen komisch. Ach ja, aber insgesamt war es ganz geil, weil wir den Dragon bekommen haben. Oh ja. Muss ich zugeben. Also Ultra. Die Espel Ulti war... Pornös! Pornös! Genau. Da. Ich habe keine Ultimate. Ich komme mal in die Mitte. Ja, ich habe keine Ulti. Egal, ich habe Ulti. 15 Sekunden habe ich. Jetzt muss ich es machen. Kaboom! Da stirbt. Stirbt. Und die ist schön, oder was? 4 Sekunden. Jetzt habe ich Ulti. 3. Ich glaube, wir sind ein bisschen deep hier, sollten weggehen. Oh, da wollte ich gerade warten. Cannon kommt, wollen wir Cannon? Nee. Oh. Ich versuche zu Cannon zu dashen und halte alle auf, okay? Okay. Du bist tot.
Nee, du bist nicht tot. Nein, aus den Flaschen. Ja, ich überlebe. Nice. Oh, das finde ich aber ganz schön deep jetzt. Da darf man nicht reingehen. Zumindest nicht ohne Nasus-TP. Also es hat nichts ready. Wir sollten einfach verschwinden. Einfach schön in Frieden. Gegenseitig leben lassen und der Dix ist tot. Oh nein, jetzt geht er auch noch rein. Uiuiui. Das war nicht klug. Da hätte man wirklich. Dass wir das schon überlebt haben, war schon ganz nice und ganz tief Wards platzieren konnten. Das war nicht immer clever, aber. Die kommen jetzt alle von rechts. Ja, die werden jetzt den. Wollen. Oh yeah. Ever vigilant. Den werden wir, glaube ich, nicht so. Auch gut, der ist wahrscheinlich dann, kann. Hat es kurz und gut gemacht. Ich habe in 10 Sekunden wieder Ulti. Zack hat auch seine. Oh! Oh! Schade, hätte ich jetzt Ulti gehabt, hätten wir den wirklich killen können. Ich habe nichts mehr ready gemacht. Hm. Back! Dem Asians. Also, die Lee Sin ist auf jeden Fall ziemlich gut. Hm. Zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe. Okay, Lux ist weggegangen. The sun always rises. Ist ein Dragon Timer? Links hat der Oracle. Ja, das war jetzt auch. Ich stand jetzt mehr oder weniger nur vor der Entscheidung, die jetzt ein bisschen genommen wurde. Okay, Lux ist wieder da, die wird jetzt meinen schönen Ward da vernichten, den ich da gerade mühsam hingestellt habe. Ja, so gut, da habe ich eine Warnung und weiß, dass ich keine Pink Wards jetzt platzieren brauche. Hauser gegen Twitch. Ever vigilant. Okay, der hat mich wahrscheinlich gesehen. Oh, good job. Du musst jetzt aber übel aufpassen, weil der Koreaner ist in der Koreaner. Oh, da war eine Lachs. Niemand nimmt meinen schönen Ward mit in den Tod. Wie habe ich den denn gekauft? Okay. Dun, 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 dun. Pusht echt knallhart, der Ezreal. Der hat dicke Eier, der. Push-Eier quasi. Push-Eier. Ganz, ganz gefährlich. Ich komme in die Mitte. Der Drake müsste bald sein. Ich weiß es nicht. Kann man jetzt Orakel leisten. Okay. Und ich habe halt keine Ultimate mehr, die habe ich vorher für die Zona gebraucht. Ja, genau, davon ist aber nicht überragend hoch, oder? Nee, nee, 40 Sekunden habe ich sie wieder. Okay. Von daher. Okay. Ich meine, sie hat auch ihr Crescendo. Hier verwendet, von daher. Oh je. Oh, der Laser! Sechs wird. Ich muss zugeben, dass ich es nicht für eine gute Idee halte, solange der Nasus. Der Nasus ist halt. Ich weiß nicht, der müsste sein TP eigentlich haben, aber portet sich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie oft er sich eventuell zur Lane geportet hat. So, ich sag keiner. Och, Minions, wieso seid ihr so übelst anhänglich? Ja, so nah ran. Die haben angefangen, Nee, nee, der okay. Die Sin ist top. Oh Gott. So, aber sie ist, oh mein Gott. Der Dings macht den Blue Buff. Der Esmin macht den Blue Buff. Naja, ich komm ja. Ich glaube, den mag dich nicht. Oh, bitte töte ihn! Komm nicht ran. Komm nicht ran. Flash der extra. Mann. Mein Orakel behalte ich doch. Ich muss zugeben, dass ich nicht ganz verstanden habe, warum der Esfri jetzt unbedingt den Blue Buff haben wollte, anstatt sein Leben zu retten.
da kannst du ja nicht sehr CC-lastig werden. Wir werden den hart fighten müssen. Oh, Schmerz, lass nach. Boah, dieser Schaden. Die haben den jetzt aber nicht gemacht, den Breaker. Nee, nee, noch nicht, aber sie hätten den eigentlich schon längst holen können. Nagus, oben wird der Nasus wieder gekitet. Oh, Alter, aber der Damage. Hast du gesehen? Nee, nee. Einmal in seinem Spirit Fire gecued. So was vorbei. Oh, na ja. Oh, Laser. Oh, der Laser daneben. Komm, noch komm ein Q. Oh, dieses Rumgeflasche, ey. Na, er ist tot, er ist tot. Ja, wir müssen jetzt den Dragon machen. Schnell, schnell. Oder Mitte. Ich meine, die da oben sind eh tot jetzt. Sind Tode geweiht. Oh, ja, und verlieren wir die Top-Lane. Könnt ihr zu zweit zum Drake gehen? Ja, wir müssen eigentlich Top-Lane deffen, weil ich pushen jetzt selber. Ich weiß nicht, wie der, wo die uns jetzt entgegenkommen wollen. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Oh mein Gott, das ist schon. Oh. Schaffen wir den? Weiß ich nicht. Kann ich den nicht. Dann schaffen wir den auf jeden Fall. Ich bin gesnared. Ist okay. Oh, der Dodge war epic. Nein! Oh, Lee Sin, ey. Oh, wo ist unser. Ach so, die pushen in der Mitte durch. Leute, okay. Pushen. Go, Nasus! Go, Nasus! Komm schon. Na, ich schnapp ja noch die Minions. Krieg den Inhib! Die kriegen den verkackten Inhib! Okay, das hat sich übelst gelohnt. Oh, das war ja geht. Genial, da fehlen mir die Worte für. Almost. Das war mehr als Wolf. Ich glaube, Wolf war geht's gar nicht. War auf jeden Fall auch nicht geplant, aber es nee, war Wolf. Nee. Ja, die Sinn ist halt echt Biest. Jetzt noch Drake, ey, boah, es ist ja grandios, ein Inhib. Rally to me. Wir haben Inhib für nichts. Na, wieso flamet er den jetzt? War doch alles okay. Achso. Ich verstehe auch nicht. Ist das jetzt so? Ich hoffe, Zack antwortet einfach nicht drauf. Drei Minuten noch. Ja, drei Minuten. Der benutzt, ja, sonst hätten wir alle benutzt auf die Lane immer. Das ist das Problem. Da verfeuert er das. Ja, das ist. Aber hat jetzt. Boah, Alter! Diese Bindings. Bis beim Dings. Wollen wir die Lux erwischen? Wir hätten sie holen können, aber die weil die Ratte in der Mitte ist, aber. Okay, jetzt. Na los, 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 dann machen die schnell, los, 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 wir finden die schnell. Sie noch und dann verschwinden wir. Die platzt da, oder? Ja, die platzt oh, nicht. Die hat mich gelangt. Oh, die Sona killt mich. Ah, aber der ist wieder, die bekommen, okay. Ja, der killt, du den mal erkennen, oder was? Ja, der Ken. Ich muss zugeben, der Ken hat mir am meisten Schaden gedrückt in dem gesamten Fight. Okay, die Sonne hat mich gefinisht mit ihrem Q, aber. Das war gut. Oh, ist er in den Busch, in den Busch. Oh, nice, das hat ihn gerettet. Ich weiß nicht, ob die denn kämpfen sollten. Aber der wird jetzt. Ne, der macht nichts. Cool. Nichts ist cool. Ja, aber vielleicht doch nicht so. Ich dachte, die platzt instant. Und danach, räumt unser Team auf, war jetzt nicht so krass. Das tut mir leid. Bin ich jetzt ein bisschen reingebaitet. Bist du noch da? Ja, ich bin noch hier. Okay, gut. Stay at the Vanguard. Ich dachte, Koreaner haben keine Ferien. Ach, Götzchen. So, was habe ich verpasst? Ich war kurz mit meinem Vater am Reden. Ah, okay. Wegen Wohnungsbesichtigung morgen. Ist das eine WG oder was ist das? Nee, das ist so eine Wohnung an sich. Okay.
Also jetzt kein Studentenwohnheim, sondern einfach ganz normale Wohnung. Also ein Raum oder was? Ja, ein Zimmer. Ein Zimmer mit Bad halt und Küche, Küchenzeile. Plattenbau? Nee, noch nicht mal, sondern so eher so. Wie soll man es nennen? In Kaiserslautern halt so eine Rentnerwohnung. So ein Rentnerhaus. Okay. Also irgendein Neubau, okay. Ja. Weil bei uns waren viele Studenten in irgendwelchen Einraumwohnungen in. Okay, Plattenbauten. Ja, da hat jetzt. Gigantischen so Plattenbauten, ja. Und da bin ich halt glücklich, dass ich sowas jetzt. Also ich habe das auch schon unterschrieben, den Mietvertrag. Und so und bin halt morgen da, um schon mal so Bett und Schrank und sowas einzuräumen. Mhm. Und am September irgendwann ziehe ich dann um. Mal gucken. Bett und Schrank. Bett und Schrank, ja, und ich muss Kabel Deutschland halt anmelden und das dauert halt 13 Tage oder so laut denen, bis das dann kommt. Oh, der Twitch-Spot. Halt das für eine schon eine gute Idee eigentlich. Oh, außer wir. Das Heck muss kommen. Oh, das Stunkenglas des Verderbens. Och Mann, meine Zietlinge ist so. Oh, der Twitch! Boah! Oh, die Sona. Oh, die Luxor, jetzt gerade der Körner. Das ist nicht gut. Sieht gar nicht gut aus, muss ich zugeben. Denn der Twitch steht halt einfach ganz stumpf hin. Ja, ja. Guck mal. Oh, Mist! Der Twitch war übelst lang nicht da. Die haben alle übelst gut disengaged. Das war scheiße. Boah, Spray and Pray 670 Schaden. Mist, die Lux ist weggekommen. Ich hätte den der hinterher flashen müssen. Die Ken-Ulti war halt auch mega gut. Also wir hätten hier gar nicht so klumpen dürfen hier. So. Aber naja, jetzt geht's halt Nashor, ne? Ich glaube so. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, da hinzuzukommen. Weil die sind ganz schön low. Ich weiß nicht, wie lange die das tanken wollen können. Twitch muss quasi tanken. Und wir töten einfach Türme, by the way. Okay, das hat auf jeden Fall geholfen. Ich glaube, du kannst noch einen Schatten reinhauen, da kannst du vielleicht nochmal ihn wegzwiesen. Wir müssen die auf jeden Fall chasen. Diese. Ja, zu spät. Eine Sekunde, zwei. Nasus macht unten den Tower. Ich glaube, wir müssen die irgendwie drauf aufhalten, in die Base zu kommen, effektiv. Da ist ein Laser. Da ist so eine. Da wurde ich gesnärt. Aber wir kriegen ja auch die Türme währenddessen, das ist ganz nice. Oh. Ah, ne, ich geh da nicht drauf. Oh, der Q. Na, ja, der wäre. Ultra Max 137 Range. Ich bin so schlecht im Verteidigen, ja. Fiona ist einfach eine Möwe im Verteidigen. Wobei bei dem Team geht's fast noch. Aber das Problem ist halt, da muss halt jemand zu Twitch durchkommen. Ja, eben. Also ich komme. Also du, ja, klar, aber du musst ja auch. Du musst ja auch dann trotzdem gegen den Schaden standhalten. Das ist das Problem. Hier, Drake ist schon was Gutes. Drake ist auf jeden Fall relativ sehr nice, weil ich kann mir jetzt Locket und Orakel bauen. Oder kaufen. First light approaches. Was hat er dir geschrieben? Moment. So, okay. Ja, okay, das Thema hatten wir doch, glaube ich, schon, oder nicht? Was macht die Lux? Boah, der Twitch ist halt schon richtig dick. Er hätte man diesen Mini-Situation viel rausreißen können und er hat einfach 70 Farm mehr. Wir müssen jetzt eh erstmal den Baron-Buff auslaufen lassen. Der Lee Sin hat einen Randuins oben. Ja, na, er geht tanky, wie ein richtiger Lee Sin sein sollte, finde ich. Ja. So, und aber auch noch ein Randuins. What? Oder sowas. Oder ein Dings hier. Entweder Randuins oder. Was ist das? Gucken. Oder hier im Frozen Heart. Aber so, damit, wenn ich einen Sona mit Frozen Heart sehe, dann ist es ja wirklich langsam Zeit, das Spiel zu beenden. Dürfen wir uns nur nicht einpushen lassen. 1-Minute TP, das ist schon mal sehr schön. Der Nasus wird halt richtig dick, der hat schon 438,6. Ja, die werden uns jetzt ordentliche Druck machen. Eine Minute ist ganz schön lang, finde ich. Eine Minute
Kann schon ein ganzer Dive sein. Ja, okay, das können wir, glaube ich, oder? Ne, mir wurde gesagt, ich soll nicht engagen, also mache ich es auch nicht. Ja, wir können auch nicht. Wir dürfen eigentlich nicht den Inhib verlieren. Und der Nasus muss unbedingt den Slow auf den Twitch kriegen, das ist uns einfach tot. Weil die pushen weiter. Boah, das wird richtig. Weil der Nasus hockt im Busch. Eigentlich müsste der jetzt TP haben, wenn seine Aussage eine Minute halbwegs exakt ist. Ne, ich glaube, der drückt jetzt mit Absicht. Kommt dann dazu. Die Frage ist, die 4,5 Sekunden uns nicht eventuell töten. Blue Buff kannst du jetzt vergessen. Kann ich auch nicht erwarten. Du machst erstmal Schnick, Schnack, Knuck oder was? Ja, ja. Naja, der. Nee, lass den Nasus pushen, das ist geil. Wir sind gerade in einer echt geilen Position. Mhm. Trotz. Wie lange hält denn der Baron-Buff noch? Oder ist der, aber der ist schon langsam ausgelaufen. Okay, sehr schön. Oh, Ken ist top. Der Ken will back. Oder? Ne, der ist will hier. Der ist will. Ah, oh, Gottchen. Der Nasus sollte vorsichtig sein, ich hab ein bisschen Angst. Vor allem ist alleine. Wenn die den jetzt ganken, ist Ende. Vielleicht wir mindestens den Inhibitor. Das Gute ist, Nasus hat einen übelst hohen Grund-Move-Speed. Und hat sich jetzt auch das Frozen Heart gebaut. Das finde ich auch nice gegen Twitch. Gegen alle. Okay, das war nicht so getimed. Oh shit. Meinst du, ist da jemand? Oh! Ui, okay, schön reagiert. Ich denke, die Descent hätte dich angejumpt. Ja, da hätte ich auch kämpfen. Sekunde später. Boah. Aber ich muss leider warten, sonst geht's nicht. Wenn wir hier die Übersicht verlieren, das ist scheiße. Ich habe halt echt Angst, dass der Nasus oben irgendwie gegankt wird. Ich auch, ich kann ihn eigentlich nicht beschützen. Hier. Wie schnell der ist, ey. Das ist so eine Scheiße. Ja, die sind so tanky, dieser Lee Sin. Boah. Ach, ist Sona da, ey. Denkt einfach am Tower. Er ist gestört. Aua. Oh. Kann ich ja nicht beschützen. Das ist das Problem, ich kann nur engagen. Kann das war's. Der Nasus kommt viel zu spät. GG. Schade. Ärgerlich. Krass. Scheiße. Also das war schon cool, die Idee vom Nasus, aber der hat viel zu spät geportet. Der war schon es will dieses 3-Mann-Crescendo, wo alle drunter standen. Ja, das ist, ich wollte ja ganz kurz nur die Sona bekommen. Das Problem ist, jeder folgt dann und das ist überhaupt nicht klug. Ja, ja. Aber woher sollen die das wissen? Woher sollen die das wissen? Scheiße. Mist. Das ist eigentlich ganz gut, aber die Laning Phase war jetzt nicht so Bombe. Ich hätte aggressiver sein müssen. Und... Achso, jetzt geht's. Genau, wir gehen in die Pause, bis gleich.